Hallo Leute und willkommen zurück zu Warptorio, wo wir nur noch einen Harvester in der Tasche haben. Den anderen muss ich gleich unten holen. Das ist der linke, sprich Kupfer. Ja. Und dann holen wir uns noch den anderen von jener Seite. Und dann gehen wir wieder nach oben. Und hier haben wir ein Eisenfeld. Gut. Stein haben wir hier. Ich denke, zwei werden hier langen, reichen. Wir werden aber etwas Verteidigung brauchen. Förderbänder. Da nach oben. Einmal groß. Haben wir hier Kohle. Da machen wir drei hin. Sehen wir oben raus. Dann auch wieder einmal Saft drauf. Dann ziehen wir das Ganze einmal unten durch. Keine Untergrundbänder. Und dann hier ran. Sehr schön. Vielleicht sollten wir auch da noch einen platzieren. Und dann mache ich mal eine Runde. Und danach schauen wir, was wir mit den Fläschchen machen. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen mit den blauen Fläschchen hier was zu zaubern. Die roten Schallkreise haben wir. Schwefel bekommen wir von oben. Das heißt, wir müssen eigentlich nur Motoreinheiten bauen. Die brauchen 10 Sekunden, die brauchen 24, aber ich brauche zwei Motoreinheiten für eine für ein Fläschchen, beziehungsweise da bekomme ich zwei Fläschchen draus. Gut, dann machen wir das doch mal so. Führ da Eisen rein. Dann brauchen wir einmal Rohre, einmal Zahnräder.
beides hier rein. Dann brauchen wir noch einmal Stahl. Das geht dann hier rein. Dann können wir von da den Rest einladen. Nun, das sollte uns die Fläschchen in der richtigen Farbe produzieren. Wir haben auch hier oben noch eine Produktion, wo es an Stahl fehlt. Aber wenn ich jetzt hier das reinkippe und hier ein bisschen von den roten, was passiert dann? Ah, hier fehlt einer. Das Ganze müsste dann nach irgendwo raus. Und da brauchen wir mehr Eisen und offenbar auch rote Fläschchen. Die grünen sind auch leer. Geht da so nichts vorwärts. Und wie kommen wir an mehr Eisen? Wir können natürlich hier noch etwas dranhängen. Okay, die Plattform oben ist durch. Und ich denke, wir gehen da mal in die Richtung, denn bis wir die Geschütztürme, die Lasertürme effektiv brauchbar haben, brauchen wir noch etwas an Schaden, den wir forschen müssen. Und dann brauchen wir noch Stein, also Ziegelstein. Und dann natürlich Module, denn wenn wir schon zusätzliche Öfen bauen, einer hierhin, zwei dahin, dann müssen die auch ordentlich was hergeben. Was die Produktion anbelangt. Durch. Aha, ja. Okay, wenn man dann natürlich nur noch ein halbes Feld hat, so viel übrig, wir können da hinten mal rangehen und müssen dann einfach schauen, dass wir
die Aliens da in der Umgebung in Schach halten können. Lootkiste. Was haben wir? Was haben wir? Okay. Mehr Akkumulatoren. Das ist so in etwa das fortschrittlichste, was ich bekomme. So. Das sollte eine bessere Auslastung geben. Und dann mache ich mal noch eine extra Runde, bevor wir dann schauen, wie es effektiv im Keller aussieht. So, wie sieht es denn hier unten aus? Ich muss noch ein paar Module mehr hier reingeben. Aber dann sind alle am Durchlaufen. Und was wir natürlich hier machen könnten, ist statt Eisen hier für Stahl abzweigen, eine dedizierte Schleife machen für Eisen. Aber ich glaube, dafür bräuchten wir ein zweites Band hier. Woran hapert es denn jetzt? Keine blauen. 52, das ist nicht sonderlich schnell, aber hier oben haben wir nur fast doppelt so viel drin. Also, ja. So. Und füllen sich nun die Bestände hier oben. Ja, die erholen sich etwas. Hilft natürlich auch, wenn ich die längste Zeit nicht forsche, weil irgendwelche Fläschchen fehlen. Hier sind wir immer noch am Kohle nachlegen. Vielleicht könnten wir da ja etwas nachhelfen. Einfach mehr Förderer ranmachen. Und natürlich den Turm nicht vergessen. Und dann brauche ich etwas Munition. Hier oben, ja, da produziere ich jetzt auch schon. Das heißt, ich könnte eigentlich das hier alles beiseite räumen. Und wir haben noch mehr Platz. Ja, und sobald wir anständig Kohle haben, dann können wir hier auch wieder was an Plastik produzieren, beziehungsweise wahrscheinlich bauen wir dann die Ölverarbeitung hier oben aus, so dass wir da anständig damit arbeiten können. Wie sieht es denn produktionsmäßig aus, so in der letzten Stunde? Eisenplatten produzieren wir etwas mehr, als wir verbrauchen. Ja.
Und wie sieht's denn bei Stahl aus? Da haben wir auch mehr Produktion als Verbrauch die Minute. Das heißt, auch hier sollten wir was auf die Seite legen können. Gut, Lasertürme sind durch. Ich denke, ich mache mal den Harvester Floor. Braucht zwar einiges an Fläschchen, aber wenn wir es schaffen, hier etwas mehr Platz zu bekommen, dann können wir vielleicht hier ein zweites Band reinlegen und so den Eisenverbrauch, den wir direkt hier abziehen, reduzieren. Und damit haben wir auch die Forschung für die größere Plattform hier unten abgeschlossen. Und dann können wir unseren Fokus vielleicht mal hier rauf richten. Und das hat uns hier etwas Raum gegeben, aber die Gänge sind dadurch noch nicht wirklich breiter geworden. Wir haben hier etwas Exzess Eisenerz. Vielleicht lässt sich damit was machen. Und für eine Stahlschmelze brauchen wir 5 Eisenplatten. Und ich habe gemerkt, so ein Verhältnis 2 zu 1 ist etwa ein gutes Verhältnis, so dass die Öfen immer in etwa durchlaufen. Klemmen wir das mal hier ab. Das machen wir dann hier dran. Platz brauchen. Haben wir hier und hier. Vielleicht das Ganze noch einmal. Etwas Ziegelstein. Machen wir das so. Und hoffentlich können wir in der Zukunft hier dann noch etwas ausbauen.
Eisenplatten müssen natürlich zuerst raus. So. Wenn wir jetzt hier überall noch ein solches reingeben und Geschwindigkeitsmodule, dann bin ich mir nicht sicher, ob das dann schon ausreicht, um den Stahlverbrauch, den wir haben, den wir momentan haben, zu decken. Denn der meiste Stahl, den wir brauchen, der geht für die blauen Fläschchen drauf. Und da klemmt ja bisher erst eine Maschine dran. Sprich, da haben wir nicht wirklich eine hohe Last. Aber wir jetzt mal schauen. Jetzt produzieren wir 22, 21 die Minute. Und wir verbrauchen etwas mehr. Und da wäre es natürlich günstig, wenn wir hier auch Stahl produzieren könnten, aber anscheinend haben wir hier zu wenig Eisenerz. Und die Zeit völlig vergessen. Gut, dann packen wir hier die Förderer ein. Die Plattform, die können wir stehen lassen. Minuten. Schauen, dass wir möglichst viel von dem Förderband noch mitnehmen können. Das war knapp. Aber das soll es gewesen sein für diese Folge und ich hoffe, ihr schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Warptorio.